So, und dann sind wir wieder zurück und jetzt geht's weiter. Sie flitzen schon wieder. Genau, hier unten wird jetzt erstmal Essen geholt. Erstmal gemampft. Wie sieht's eigentlich damit aus? Das sollte ja eigentlich bald auch da oben reingebracht werden. Aber die sind ja erstmal mit Pflanzen beschäftigt. Klar, Essen ist wichtig. Erst recht am Anfang. So, was machst du eigentlich hier? Du kannst doch Bergbau, Konstruktion. Wer kann denn von euch kochen? Du kannst kochen. Kannst du Landwirtschaft? Nö. Er kann Bergbau. Komm, dann lassen wir den mal meinen. Der kann halt auch nicht schleppen, oder? Geweigert, ja, verweigert einfache Arbeit. Okay, da kann ich schleppen. Das heißt, wir bauen mit dem mal da drin ja schon mal Befehle abbauen in den Berg rein ein bisschen. Das jetzt müssen wir mal überlegen. Also, es macht Sinn, erstmal zu planen. Wo kann ich nochmal planen? Da kann ich planen. Also, wenn wir hier einen Weg reinmachen. Wo ist die Lampe? Wo ist die Lampe? Möbel? Ja. Die hat nämlich eine bestimmte Reichweite. Kann ich natürlich auch gerade nicht machen. Ja, weil es macht Sinn, dass ein Kühlschrank irgendwie nach außen zugänglich ist, dass die das Essen von außen schnell reinholen können. Der macht eine Seite kalt, eine Seite warm. Das heißt, es macht Sinn dahinter, irgendwie was zu machen, was warm gehalten werden sollte. Das heißt, wenn wir hier 8x16 unsere Küche machen, in der, was weiß ich, irgendwie. K1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ding so groß. 1, 2, 3, Tür. So groß ist eigentlich gut. Dann wird das hier unsere Produktionsstätte und das wird unser Lager. Dann brauchen wir da einen Weg nach draußen. Und die Betten lassen wir erstmal da und dann kommen dahinter nämlich die weiteren Betten. Das heißt, der Gang geht dann hier weiter. Nee, nicht so. So, das heißt, hier sind Zimmer drin. Die machen wir mal 4x3, damit die nicht zu meckern haben. Ja, das geht schon. So werden dann die Zimmer angeordnet. So soll das Ganze danach aussehen. Ups. Weißt du, ne? Weißt du Bescheid? So soll das aussehen. Da kommen dann die Betten und sowas rein, da können die Leute schlafen. Und dann machen wir rechts Essen hin, ne? Ja. Okay, das heißt abbauen. Du kannst hier erstmal anfangen, den Mist auszubauen. Und das erste Zimmer zu machen. Dann ist klar, los geht's. Oh, die lieben sich. Wie kann man irgendwie auch noch Zonen, Dachzonen machen? Okay, bis dahin kommt er. Das ist gut. Alles klar. Dolores hat nichts zu tun. Kann Dolores nicht kochen? Kochen, ja. Ist sie dazu auch zugewiesen? Koch, Dolores. So. Da kann man jetzt Aufgaben hinzufügen und jetzt sage ich ihr, die soll für immer hier produzieren. Also irgendwer.
Und hier kann ich jetzt auch zum Beispiel kaufe einfache Mahlzeit. Da gibt es drei verschiedene. Aber wir machen erstmal einfache und produzieren die für immer. Marina fällt gerade Brom. Das ist okay, das darf sie. Was hat er gerade gemacht? Oh. Hannibal steht anscheinend auf Dolores. Wurde von beiden zurückgewiesen, ja. Das ist natürlich scheiße. Warum kocht hier keiner? Ach, die brauchen Holz. Verweigert einfache Arbeit. Scheiße, die können beide nicht carryen. Das heißt, Marina muss jetzt alles schleppen. Ah, mach das erstmal. Dann können die auch kochen. Und warum? 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 Uhrzeit oder was? Warum macht er nichts? Nein! Er will nicht meinen! Nein! Scheiße, was mache ich jetzt? Fuck. Wir haben zwei Leute, die keine einfache Arbeit wollen. So, sie kocht jetzt und was macht er jetzt? Was soll er denn dann machen? Hier, Werkarbeiter, du sollst doch. Du sollst doch abbauen. Granitwand. Ah, deswegen. Als Hannibal sich der antiken Wand nähert, überkommt ihn eine unheilvolle Vorahnung. Er ist sich nicht sicher, warum, aber er spürt, dass sich in dieser verstaubten Ruine eine große Gefahr verbergen könnte. Boah. Das ist mir egal, wir gehen da trotzdem rein. Wenn wir sterben, sterben wir. Da ist ja gar nichts drin. Tierstörwelle. Arthur! In Schock. Was hast du? Verweigert nichts. Handwerk 8. Geil. Oh, ein Nudist. Arthur genießt das Gefühl der Freiheit, das er hat, wenn er unbekleidet ist. Kann Kleidung tragen, aber er ist ohne glücklicher. Und er ist zu klug. Oh, und er ist psychisch leider. Hey, er ist abgestumpft, das ist sogar gut. Der ist ja richtig gut. Oh Gott, wir brauchen unbedingt ein Krankenbett. Und ich würde sagen, wir bauen gleich hier rein, oder? Wenn wir das schon haben. So, erstmal. Wird hier nicht abgebaut. Damit er weiterbauen kann. Wer ist denn von euch gut in Medizin? 7. 3, 4. Das heißt, Marina ja. So, dann machen wir das erstmal zu einer Gefangenenzelle. Und du fängst ihn. Und zwar hat man die Möglichkeit, ihn zu retten, dann kann es aber sein, dass er einfach abhaut. Und wenn man ihn jetzt gefangen nimmt, dann kann man ihn überzeugen davon, dass er für uns. Ach komm, wir retten ihn. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Okay, so geht's. Wir brauchen aber erstmal noch ein neues Holzbett. Und ich würde sagen, das legen wir einfach hier rein, ne? Punkt. Er wird jetzt erstmal gerettet und in ein Bett gepflanzt.
Und mir fällt gerade auf, dass wir hier vorne vielleicht mal eine kleine Holztour gebrauchen können. Was hat denn eigentlich unser Arthur? Und sie holt jetzt Medizin, ne? Ja. Die gute Medizin, ey. So, das können wir jagen. Das steht da sowieso auf dem Weg. Und wir können noch eigentlich eine Anbauzone noch machen. Können wir eigentlich auch direkt hier reinpflanzen. Oder die erweitern. So. Und hier, Heilwurzelkostel ist nämlich, braucht Level 8. Was hast du? Landwirtschaft 5. Das heißt, sie braucht auf jeden Fall nur 3 weitere Level, aber wir können ja erstmal Erdbeeren pflanzen. Kartoffel, Reis, haben wir noch Mais. Mais ist gut. Gehört er jetzt zu uns oder nicht? Geht er? Oh. Er ist ein Sklave. Ein Koma-Child, Starship-Janitor. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh Mann, kann ich den, muss ich den jetzt echt erst verprügeln, bevor ich den? Er ist jetzt erstmal nur ein Gast von uns, oder was? Geht er jetzt ernst? Der geht ernsthaft weg. Das heißt, ich muss jetzt erst ein Gefangenenbett machen und dann. Die Gefangenen kann eventuell nicht freiwillig mit. Zu welcher Fraktion gehört er denn? Er gehört doch zu gar keiner. Scheiß drauf. Oh, du wirst gefangen genommen. Und sie schläft in der Zelle, natürlich. Natürlich. Und du bist hier erstmal Anwerbungsgespräch. So, er jagt erstmal die Ratte. Sie pflanzt. Er reißt den Kram da ab. Und baut weiter, sehr schön. So, und den werden wir mit dem wollen wir auf den müssen. Den müssen wir auf jeden Fall haben. So, wer baut denn hier eigentlich? Handwerk. Dolores ist eigentlich damit erstmal beschäftigt und sie ist auch Köchin. Ja, komm. Wir brauchen das Bett. Komm. Bau das Bett. Und die Tür. Man ist sehr langsam. Okay, der ist wieder vollständig. Oh, der ist doch gut. Was macht Marina da? Die schläft da draußen. Wir hatten gerade Pause. Päuschen! So, wie geht's euch eigentlich? Was hat Dolores eigentlich für eine Meinung von ihm? Ja, also anscheinend mögen die sich alle einigermaßen, auch wenn er gerade nackt läuft. Oh, hier kommen ein paar Händler. Ja, können wir gleich mal handeln, ha? Huh? Das ist auch ein Geysir, das ist auch gut. Da können wir ein Geothermalkraftwerk machen. Da kriegen wir später dann richtig viel Energie. Das ist ziemlich gut.
Yeah! Wir haben Arthur. Der nichts anhat, weil er Nudist ist. So, das müssen wir erstmal einstellen. Marina wird Ärztin. Was hat er? 7. Tierpflege kann er auch machen. Wie sieht's? Arthur. Charakter, was kannst du? Du kannst Fernkampf 3, dann ist ja nicht so viel. Oh, Fälle werden ja auch gelagert. Das wollen wir aber nicht. Nahrung. Textilien. Bauteil. Nee, wollen wir nicht. Was kann denn das Lager, ne? Jo. Und seine Zuweisung. Wo war das nochmal? Hier, ne? Das können wir hier kopieren und da einfügen. Fertig. So, Forschung 3. Hier. So. Handwerker. Du bist doch die Soziale, ne? Dann handeln wir mal. Er hat einfach gar nichts. Komm, nehmen wir mal. Nein, kann man nicht, ja? Komm, nehmen wir die mal. So, und du willst weiter ausbauen, habe ich gehört. Ich meine, er hat ja sonst nichts zu tun. So. Ja. Ja, ja, ja. Betten benötigt, wenig Medizin, ja, 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 ja. Aber er baut ja schon, ist doch alles gut. So, wie sieht das aus? 45, 33, okay. Und er bastelt da, okay, sie können alle wieder schlafen. 1, 2, 3, das ist nicht mehr Gefangenenbett, du bist frei. Und jetzt können die beiden noch pennen. Ja, ja, ja. Tag 2 ist schon wieder rum. Die Händler dödeln ja immer nur durch die Gegend. Die sonst bald mal verpassen. Pascal Galger, macht's gut. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr wieder geht. Okay. Also hier ist die nächsten Tage noch ordentlich was zu tun. Die sagen, eine Verteidigung wäre nötig. Nö. Finde ich nicht. So, alles gut. Da es so aussieht, als würdet ihr eine Weile bleiben, schlägt Dolores vor, der Gemeinschaft einen Namen zu geben. Wie soll sie heißen? Sind wir schon soweit? Haben wir schon ein Dorf gegründet? Wie nennen wir unsere Gemeinschaft denn? Übrigens, das hier ist der junge Herr, von dem ich über dieses Spiel... Ja, also der mir das gezeigt hat. So, wie wollen wir das Dorf nennen? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Let's Rim. Also die sind sich alle zu fein zum Arbeiten und der eine ist Nudist. Und das, die eine Marina ist die Tochter von Dolores. Aus einer Affäre. Und Hannibal ist ziemlich langsam. Und ein Ex-Sprengstoffleger. Irgendwie lässt sich da kein Zusammenhang stecken. Ja. Und wie nennen wir es denn mal? Ich weiß nicht. Also klein, irgendwas mit. Nee.
Saftighausen, weil hier saftiges Gras wächst, ja. Ist mir jetzt egal. Gemeinschaft Saftighausen. Ist doch schön. Dreckschleim. Ah, genau, hier kann man nämlich jetzt auch noch hier Zonen, die Heimatzone einrichten. Und dann wird auch da, wo die Heimatzone ist, wird auch sauber gemacht. Und wenn es da brennt, dann löschen die da auch Feuer. Und wir müssen mal hoffen, dass hier der Kram langsam mal fertig wird. Wir haben noch 4, 7 Essen. Das ist nicht sehr viel. Das heißt, wir sollten mal wieder jagen. Also 10 Nahrung werden auch zu einer Mahlzeit zusammengebaut. Ach, hier liegt ja auch noch... Hier. Liegt ja auch noch rum. Ja, die werden schon nicht verhungern. Wir brauchen mal jemanden zum Laufen wieder, hm? Arthur. Bettruhe, sonst Handwerk, Träger. Ja, der kann ja ruhig mal laufen jetzt. Ja, macht er ja auch schon. Die werden doch nicht getragen. Hier können wir noch mehr jagen. Und war doch auch noch irgendwo was. Oder? Da. Können wir mal ein paar Tierchen kaputt schießen. So, hier sind zum Beispiel Raumschiffstücke. Abfall. Und Wracks, die runtergefallen sind. Und aus denen kann man Materialien holen. Oh. Was ist jetzt los? Menschen jagende Tiere. Wo denn? Wird einfach abgeballert. Fertig. Wir werden von einer Ratte angegriffen. Oh nein, die Killerratte. Ja, schon tot. Das ging ja schnell. So. Dolore. Was kannst du denn sonst noch machen? Nicht so wirklich viel, ne? Ich kann auch jagen. Hat ja auch eine Knarre. Das ist ja okay. Die Essensbeauftragte. Wir haben eine Frau in der Küche. Und das ist noch nicht mal eigentlich so geplant. So, wird hier eigentlich mal sauber gemacht? Einigen. Das kann auch er machen. Ja. Warte mal, habe ich das eigentlich schon hier Beschränkung? Ja, ist alles eingestellt. Ja. Wir haben schon wieder einen Tag geschafft und langsam aber sicher wächst unsere Siedlung in den Berg hinein. Finde ich schön. Ist doch schön hier, oder? Das Ding können wir auch mal neu installieren und zwar hier oben. So, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon so langsam mal wieder das Folgenende machen. Ja, lassen wir hier die noch einmal kurz machen. Ich meine, ist ja noch nicht Nacht. Oder es macht eh nichts, okay. Jetzt geht's ins Bett. Okay. So, und jetzt, wo alle schlafen und der Tag vorbei ist, vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.